Hallo und herzlich willkommen auf unserem Channel Die Nachtzentrale. Heute zeige ich euch mal einen Brioche. Ich weiß, wir haben schon ein Rezept eben für Brioche, also für den Zopf gemacht, aber heute machen wir Hesse draus, weil es steht ja Ostern vor der Tür und ich habe mir gedacht, das ist jetzt ein optimaler Zeitpunkt, wieder mal dieses Brioche-Rezept rauszufangen und euch eben die Hesse zu zeigen. Wenn ihr Interesse an diesen Osterhasen habt, dann bleibt unbedingt dabei und ich sage, legen wir los. Für unser Rezept brauchen wir Milch, Dotter, Orangenschalen, Butter, Rosinen, Salz, Zucker, Hefe und Mehl. Als erstes gebe ich lauwarme Milch zur Hefe, da die eingefroren war und nur durch einen Dampf wirklich wieder aktiv wird. Jetzt gebe ich so lange Mehl bei, bis die ganze Masse dickflüssig wird. Dann noch Mehl an der Oberfläche draufstreuen und wir können es schon gehen lassen. Innerhalb von 15 bis 20 Minuten sollte sich hierbei das Volumen verdoppeln. Dann können wir auch schon weitermachen. Als erstes können wir unser kleberstarkes Mehl in unseren Kessel geben, genauso wie unsere restlichen Zutaten Milch, Zitronenschalen, Zucker, Salz und unseren Vorteig. Natürlich kann man das auch mit einem direkten Verfahren machen, dazu haben wir schon ein Video gemacht, dieses verlinke ich euch in der Infobox. Sobald ich all diese Zutaten im Kessel habe, kann ich sie auch zusammenmischen. Sobald sich dann der Teig bindet, kann ich auch schon das Fett beigeben, sprich Dotter und Butter. Das hat einfach den Vorteil, dass hierbei das Mehl das Wasser besser aufnehmen kann. Sobald alle Rohstoffe gut verbunden sind, kann ich es bei stärkerer Stufe kneten lassen, bis sich ein schöner Teig bildet. Nach ca. 6 Minuten sollte sich genug Kleber gebildet haben und dann können wir auch unsere Rosinen beigeben. Kurz noch die Rosinen einkneten lassen und fertig ist unser Brioche-Teig. Aus dem fertigen Teig werden wir jetzt 130 Gramm schwere Stücke auswiegen, diese dann noch schleifen und ruhen lassen. Achtet darauf, dass ihr beim Teig wirklich eine gute Spannung zusammenbekommt, denn das ist wirklich ausschlaggebend für das Aufgehen und für das Backvolumen. Sobald alle Teiglinge geschliffen sind, können wir sie abdecken und ruhen lassen. Nach ca. 15 Minuten sollte alles bereit sein, um weiterverarbeitet zu werden. Danach nehme ich jeden Teigling, schlage ihn zusammen und forme ihn zu einem Strang. Für den Hasenkopf nehmen wir einen Teigling und drücken ihn genau in der Mitte auseinander. Dann kann auch schon das Zusammenbauen des Hasen beginnen. Wir nehmen unseren Strang, formen daraus eine Art Schnecke, formen aus einem bisschen Restteig den Schwanz und aus dem halbierten Teigling machen wir den Kopf. Aus dem restlichen Teig habe ich dann noch einen Brioche geformt, wenn ihr den sehen wollt, der kommt ganz zum Schluss. Jetzt noch leicht die Ohren etwas ziehen, dass der Kopf nicht zu klein wird und dann sind sie schon bereit in den Gärraum gegeben zu werden. Wenn ihr keinen Gärraum habt, könnt ihr sie einfach abdecken und heraußen gehen lassen. Nach dem Gehenlassen sollten sie das doppelte Volumen haben. Jetzt noch anstreichen mit einem Eistreich, das heißt ein Ei und ein bisschen Milch und dann so ausdekorieren, wie ihr das möchtet. Ich habe mich für Rosinen und Hagelzucker entschieden. Dann kann man auch schon den Backofen auf 180 Grad vorheizen und dann kommen unsere Häschen schon in den Ofen. Nach ca. 15 Minuten sollten sie fertig ausgebacken sein und schön goldbraun. Der Brioche wird dafür 5 bis 10 Minuten etwas länger brauchen. Und somit ist Ostern auch schon gerettet. Ein Gebäck, was natürlich nicht fehlen darf, sind natürlich Pinsen. Diese werde ich euch in der Infobox verlinken und auch ein Video dazu machen. Dann starten wir jetzt mit dem Brioche. Dafür brauche ich 4 lange Stränge. Sobald man einmal den Dreher draußen hat, ist der Viererzopf relativ einfach. Und zwar müssen sich die Hände immer überkreuzen. Die äußere Hand wandert immer unter die innere Hand. Und je weniger, dass man darüber nachdenkt, desto besser wird das Ergebnis. Schaut wirklich, dass der Zopf richtig eng geschnürt ist, da er sonst die Form verliert. Und wie gesagt, die äußere Hand wandert unter die innere Hand. Somit steht eurem Brioche nichts mehr im Wege und ausgefertigt werden sie genauso wie eben die Brioche-Häschen. Nur noch die Ecken etwas fixieren. Dann können wir schon anfangen, sie anzustreichen und nach dem Garen bestreuen. Wieder bei 180 Grad im Ofen, für 20 Minuten goldbraun backen und fertig sind unsere leckeren Brioche. Ich hoffe, dir hat mein Video für dieses Rezept gefallen und du hast viel Spaß beim Nachmachen. Somit bleibt mir noch zu sagen, frohe Ostern und man sieht sich beim nächsten Video.